Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Tiny Island. Und ja, wir finden uns hier wieder auf der schönen Insel und ich muss sagen, ich habe hier schon wieder eine Riesenauster gefunden, hier oben in der Ecke. Und ich dachte, wir öffnen die heute mal zusammen und was kriegen wir raus? Zwei schöne Perlen bekommen wir raus und hier ist auch gerade PvP. Das ist sehr schön. Ich würde sagen, wir melden uns direkt einmal an und gucken, wie das ausgeht. Heute das erste Herz. Und ich muss mich wirklich schonen. Mein Hals, der ist wirklich... Wow. Ich bin ja immer noch erkältet und mein Hals, der tut ziemlich dolle weh. Naja, da muss ich wirklich gucken. Ich bin jetzt auch schon den ganzen Tag am Trinken. Und den ganzen Tag auch wirklich... So, Hustenbonbons habe ich mir gekauft. Ja, so richtig schöne Hustenbonbons ohne Zucker. Und die helfen mir auch ganz gut, aber irgendwie ist es dann doch immer wieder, dass man es dann doch merkt, wenn man viel redet oder halt wirklich den Speichel schluckt oder so. Das ist ja schon so eine Sache. Da tut es dann schon weh. Naja, immerhin habe ich nicht dieses Kratzen im Hals, das tut nicht so weh. Oder Husten habe ich auch nicht, das ist schon sehr, sehr gut. Also wie gesagt, nur so Halsschmerzen. Da bin ich noch mal etwas davon gekommen, aber es kann noch alles kommen. Daher bin ich ja mir noch nicht so sicher. Und einen Schnupfen habe ich zum Glück auch nicht, sonst würde ich diese Aufnahme, glaube ich, komplett. So, dann geht es auch schon los. Der Gegner hat natürlich wieder 100.000 Vorteile. Zieht hier. Genau. So, jetzt bin ich dran und. Bin doch noch dran. Also. Lol. Okay, ihr habt es gesehen, der hat mich einfach mal One-Hit genommen. Ich bin noch nicht mal zum Zug gekommen. Ich weiß zwar nicht, wie der das jetzt gemacht hat, aber. Na gut, kann man nichts machen. So ist das nun mal manchmal. Schade, schade, kann ich da nur sagen. Gut, ich würde gerne mal gucken, ob wir. Eddies ehrlicher Schiffbazar. Was kaufen können. Ja, wir können hier noch was kaufen. Wir können den Schaden immer noch erhöhen. Die Frage ist, ist es sinnvoll oder machen wir erstmal die Panzerung noch? Boah, Lebensenergie. So, dann haben wir das auch auf 19.500. Dann müssen wir sowieso erstmal wieder Gold sammeln. Die Frage ist, ob wir das hier vielleicht auch mal erhöhen. Mal schauen. Dafür müssen wir noch ein bisschen mehr sammeln. Dann können wir noch mal im Shop vorbeischauen. Ja, momentan nicht wirklich große Sachen. Lebensenergie, was ist das hier? Zeremoniemaske. Wir machten die alte. Ah, okay. Und ein paar neue Latschen sind auch da. Ja, können wir uns mal gönnen. Ja. Wunderbar, gibt halt wieder ein bisschen mehr Lebenspunkte. So, haben wir das auch. Wunderbar. Dann werde ich noch mein Voodoo Outlet. Was gibt es hier Schönes? Entlädt alle gegnerischen Zauber komplett. Ja, sowas habe ich doch auch schon. Stufe 18. Stufe 18. Zuverlässig bis Gegnerstufe 23. Zuverlässig bis Gegnerstufe 11 habe ich. Also. Aber da wird irgendwie diese Spielersteine werden da nicht angezeigt. Daher bin ich mir jetzt irgendwie unsicher. Wie das ist. Oder ist das normal? Ist das automatisch? Wir kaufen es uns jetzt einfach. Und legen es an. Ach, jetzt wird es angezeigt. Ja, Spielersteine, alles klar. Ja, das ist natürlich schlechter, kann verkauft werden. Ui, 25 Perlen. Das ist schon was. Aber wir hatten ja hier auch sowieso ein bisschen Verstärkung noch. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage das jetzt noch läuft. Sind auf jeden Fall noch ein paar Tage. Das ist schlecht. Was haben wir hier? Drei Runden. Ich bin ja mehr so für den Sofortschaden. Den finde ich irgendwie besser über drei Runden. Obwohl, warte mal, wenn der mehr Schaden macht, dann ist das gut.
Drei Runden lang erleidet der Gegner bei jedem Wurfangriff selbst 446 Punkte Schaden. Drei Runden lang. Okay, das ist natürlich schon besser als mein verursachter Sofortschaden, ne? Das sollten wir uns mal gönnen irgendwie. Oder ist es die Kohle auch schon wieder leer? Das werden wir jetzt uns mal gönnen und mal ausprobieren, wie es sich in den Kämpfen macht. So, und PvP hatten wir ja jetzt schon. Ohne Erfolg, muss ich sagen. Dann würde ich sagen, werden wir erstmal zum Einstieg hier. Oh, Stufe 17. Ja, komm, wir nehmen die Ratte einmal zum Einstieg. Und werden mal gucken. Ah, kann man das testen? Ah, alles klar, das ist direkt aktiviert. Wunderbar. Für drei Runden. Ja, jede Runde. Das heißt, wenn meine Runde vorbei ist. Er hat jetzt keinen Schaden bekommen. Ich dachte, er bekommt jetzt Schaden. Warte, ich mache jetzt anders. So. Okay, die Runde ist vorbei. Verstehe ich jetzt nicht. Jetzt bin ich wieder dran. So, zack. Hä, verstehe ich jetzt nicht. Der Zauber ist mir ein bisschen zu. Drei Runden bei Waffenangriff. Drei Runden bei Waffenangriff. Bei Waffenangriff. Also das bei, wenn ich mit der Waffe angreife oder wie? Oder wie muss ich das verstehen? Ich nicht verstehe. Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Bin ich mir nicht so sicher. Aber wir können es mal versuchen. Haben wir es wieder offen. So, wenn ich das jetzt sammle. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ach so, so, so. Ja, ich muss einen normalen Waffenangriff machen, dann ziehe ich 446 Schaden ab. So bringt das nichts. So, Kumpel, ich möchte jetzt noch einmal Totenköpfe zusammensammeln. Ich möchte das nochmal ausprobieren, vernünftig. Aber ja, keine Totenköpfe. So, wenn ich jetzt das jetzt mache. Ne, 173 Schaden. Oh, lol. Ich verstehe das nicht. Das ist mir, weiß ich nicht. Also es ist zwar gut, aber wenn es nicht funktioniert, so wie ich denke, dass es funktionieren sollte. Ich meine, ich sammle die roten Gegenstände ein. Es öffnet sich und dann macht es keinen 3 Runden diesen Waffenschaden von je 446. Habe ich nichts von gesehen. Oder nur in bestimmten Runden. Hm. Wenn sich da jemand besser auskennt, lasst mir mal ein Like und auf jeden Fall einen Kommentar da. Das wäre schon sehr interessant, das mal zu wissen. Gut, wir gucken mal weiter. Auf jeden Fall gucken wir mal, ob wir heute gegen Giftmedusa eine Chance haben. Wäre ja auch nicht schlecht. Vielleicht haben wir damit ja ein bisschen. So, gucken wir mal. Gucken wir mal an zu sammeln, dass es uns auch was bringt. Dann bin ich mal gespannt. Werden wir einmal, genau, einmal die Heilung sammeln. Ach, jetzt verstehe ich. Ich verstehe doch nicht. Jetzt hat er nochmal angegriffen. Okay, das war jetzt das zweite Mal. Jetzt müsstest du ja noch ein drittes Mal angreifen, aber zu so bestimmten komischen Abstandzeiten. Hm. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Das hat jetzt auch nochmal. Okay. Aber ich bin auch gleich tot. Ich weiß nicht, was der Gegner hier gemacht hat. Dass ich so viel Schaden bekommen habe. Eieieiei. Ich glaube, ich müsste mal dringend etwas Heilung hier abgreifen. Das wäre nicht schlecht. Denn sonst sieht es da ja sehr, sehr mager aus. Das nehmen wir mit. Ja, verloren. Hey. Okay. Gut. Bin ein bisschen durch den Wind. Das möchte ich gerne direkt nochmal versuchen. Also, ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, wie schnell der mir meine Energie hier komplett abgezogen hat. Regelrecht. Alles klar.
Heilung können wir auch schon mal einsammeln. Dann würde ich gerne. Hier können wir einmal. Das sieht schon wieder irgendwie nicht so gut aus. Ja, die sitzen alle schlecht. Irgendwas so. Ah ja. Hier haben wir jetzt einen Vierer. Vierer. Sehr schön. Hat jetzt aber auch wieder nicht viel abgezogen. Da heilt er sich sofort. Dann nehmen wir die Kokosnüsse einmal mit. Ja, 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 ja. Noch mehr Öffnung. Eieiei. Oh, hier ist ein Vierer. Schade. Ah, schaut noch einigermaßen gut aus. Wow, wie der mir so viel abzieht, verursacht sofort 619 Schaden. Das ist doch der Wahnsinn. Nein, da ist einer. Vielleicht drehen wir das Ganze noch um, mal gucken. Ja, ein bisschen Heilung, aber zu wenig. Ja, da bräuchte ich auch ein anderes Item, was wirklich mehr heilt. Da hänge ich wirklich hinterher, glaube ich. So, dann hier. Das einmal. Fünfer. Eieieiei, das ist ja wieder bitter. Das ist richtig bitter, ist das. Nein! Das ist der jetzt hier. Ja, das ist schon wieder keine Chance gehabt. Ich weiß nicht. Da steckt der Teufel drin. So. Dann versuchen wir es noch. Ich weiß, wir haben auch keine Chance. Wir müssen mehr trainieren. Das ist einfach so. Wir brauchen bessere Gegenstände. Wir müssen mehr trainieren. Sonst kommen wir nicht weiter. Wir werden jetzt nochmal gegen diesen Piraten hier kämpfen, auf unserer gleichen Stufe. Hoffe, dass das was wird. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Aber ein bisschen Training muss auch sein. So. Eieiei, ich sehe schon, mein bitteres Ende. Ich sehe schon das bittere Ende vor mir. Aber meistens klappt es ja dann auch ganz gut. Hat nur so gut wie nichts gebracht. Heilung hier noch mit. Super. Dann nochmal die Heilung. Dann würde ich sagen. Und das einmal. Sind wir wieder ungefähr auf dem gleichen Stand. Na gut, er hat ein bisschen weniger. Also Sofortangriff. So, jetzt muss ich gucken. Ja. Und einmal den Totenkopf. Dann können wir das noch einmal machen. Dann sieht es doch ganz gut aus für uns. Sehr schön. Wunderbar. Also direkt Schaden, bevor wieder irgendwas anderes sich einstellen lässt. Das war auf jeden Fall gut. Super. Sehr viel Münzen und Erfahrungspunkte. Ja, wir müssen noch einiges sammeln. Na gut, ich würde sagen, das wäre es eigentlich erstmal wieder gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.